bewegen, bewegen, nochmal bewegen, auch gezielt unter Anleitung, wie wir es gerade ja so wunderbar gehört haben, unter dem Motto, jetzt nicht lachen, turne bis zur Urne. Und heute, meine Damen und Herren, begrüßen wir ganz herzlich, ich habe Ihnen noch einiges zu sagen, aber erstmal begrüßen wir ganz herzlich Professor Dr. Dietrich Grönemeyer. Ja, turne bis zur Urne. Also das habe ich als Motto rausgegeben. Warum? Auch damit Sie es nicht mehr vergessen. Turne bis zur Urne, weil vom Babyschwimmen angefangen mit 3 Wochen, so habe ich mit meinen Kindern geschwommen, bis ins hohe Alter. 80% aller Rückenschmerzen allerdings kommen weder von der Bandscheibe noch von den Facettenblockaden, wie wir sie nennen, oder Arthrosen der kleinen Wirbelgelenke. Sie kommen von verspannter Muskulatur. Hätten Sie das gedacht? 80%. Das heißt, unsere ganze Medizin ist ausgerichtet auf Bandscheibenoperationen. Und wir haben 40% mehr Bandscheibenoperationen im letzten Jahr gehabt in Deutschland. Künstliche Prothese, Versteifung, 40% nach den Analysen der AOK. Aber wenn die Bandscheibe nur zu 3%, 3-4% für den Schmerz des Rückens ursächlich ist, dann stimmt doch was mit der ganzen Ausrichtung der Medizin nicht. Da stimmt irgendwas nicht. Das heißt, das Prinzip Turne bis zur Urne gilt auch hier. Bewegen, bewegen, nochmal bewegen ist das Wichtigste zur Vorsorge, aber auch, wenn man Rückenschmerzen hat. 10% kommt von diesen Gelenken, diesen kleinen Wirbelgelenken als Schmerz und der Rest ist dann noch eine Knochenerweichung, die Osteoporose der Wirbelkörper mit Brüchen in der Wirbel und eben auch Tumore. Aber selbst bei den Beschwerden, die die Wirbelsäule macht, die Rückenschmerzen machen, wenn die Schmerzen nicht ausstrahlen in die Beine, in die Arme und auch wenn sie sich bewegen, weniger werden, dann sollten Sie sich, wenn Sie Rückenschmerzen haben, bewegen. Verspannung, weil wir zu viel sitzen. Verspannung, weil wir ständig irgendwo hängen. Verspannung, weil wir runtergucken und auf dem Monitor nicht in der Mitte auf Augenhöhe haben, sondern immer da runtergucken müssen. Verspannt als Zahnarzt, als Geiger, an der Kasse, als Kassiererin, weil immer die Bewegung nach unten ist. Deswegen müssen die Bewegungspausen her, auch in den Schulen. Die bewegte Schule ist für mich ganz wesentlich, aber auch in den Betrieben eben immer zwischendurch wieder in die Bewegung und dann abends auch sich den Sport oder das Fitnessangebot holen, das einem Spaß macht. Es muss Spaß machen, alle Bewegung muss Spaß machen. Das haben wir als Kinder erlebt, deswegen sind wir die Bäume hochgeklettert, ja, und über Bänke und Stühle gesprungen. Das sollten wir natürlich im Alter viel mehr machen als in der Kindheit, weil, wie wir ja vorhin gehört haben, die Muskulatur zu 30% abnimmt. Rückenschmerz. Morgen querschnittsgelähmt oder operiert oder umgekehrt. Wenn es nicht ausstrahlt, wenn es nicht in Arme und Beine ausstrahlt, versuchen Sie sich zu bewegen. Lassen Sie sich massieren. Lassen Sie sich vom Sporttherapeuten Übungen zeigen, wie Sie sich bewegen. Zeigen Sie, gehen Sie in die Sauna, keine Kälte drauf, das machen die meisten falsch bei Rückenschmerzen, dann legen Sie sich eine halbe Stunde in die Biosauna und lassen die Muskulatur schön sich aufwärmen. Wissen Sie, dass Kinder zwischen 4 oder 3 und 17 Jahren im Schnitt nach einer Robert-Koch-Stiftung nicht in der Lage sind, 1 Minute auf einem Bein zu stehen, auf einem kleinen Brett? Sie kommen aus dem Gleichgewicht. Und wenn man sich so auf ein Bein stellt, stellen Sie sich mal aufs andere Bein. Dann merken Sie, wie unten die Muskulatur anfängt zu halten. Es sind also hunderte von Muskeln vom Fuß über die Wade, Oberschenkel, Rücken bis zum Kopf, die uns halten. Und Sie trainieren jetzt auch 80% der Muskeln auf einer Seite. Jetzt putzen Sie mal die Zähne. Wie lange sollen Sie Zähne putzen? 3 Minuten. Also ab morgen jeden Tag Zähne putzen. Moment. Wir machen es nochmal auf der anderen Seite. Aber jetzt sollen Sie ja natürlich auch Zähne putzen. Und hier Becken beugen. Ne? Schön runter und hoch. Runter und hoch. Runter und hoch. Hier sollen Sie ja ein bisschen Muskeln trainieren. Setzen Sie sich wieder hin, bitte. Ja, man kann das Bein auch noch nach vorne nehmen. Ne? So, man kann auch die Haltung einnehmen. Ja,
und meditieren. Also wie auch immer, Ihnen ist es überlassen, was Sie tun. Was treibt uns nach unten? Was treibt vor allen Dingen die Kinder nach unten? Wir werden in 5 bis 10 Jahren, wenn das weiter anhält, bei den Kindern sehr frühe Buckelbildungen finden. Wir werden sehr früh Rückenbeschwerden bekommen. Heute haben 70% der Jugendlichen zwischen 10 und 17 Jahren mittlerweile Rückenschmerzen. Das kannte ich in meiner Jugend nicht, Sie wahrscheinlich auch alle nicht. Wir haben Erkrankungen, die wir früher im Alter von 20 und 30 Jahren nicht hatten. Schlaganfälle, Herzinfarkte. In meiner Altersgruppe zwischen 50 und 60 können über 60% der Menschen nicht mehr 3 Etagen die Treppe hochgehen, ohne ein Problem zu haben. Sie können außer Puste sein, Sie haben was an Gelenken oder Rückenschmerzen. Das heißt doch, wenn wir weiter denken wollen, und wer hat von Ihnen schon mal Rückenschmerzen gehabt? Bitte mal ganz ehrlich aufzeigen. Ja, es entspricht den Statistiken. In diesem Moment hätten in Deutschland 40% aller Menschen Rückenschmerzen. Und wer Rückenschmerzen gehabt hat, einige Tage lang, wenn er chronisch wird, der Schmerz, bei dem hört das Denken auf. Der denkt nicht mehr. Das heißt, wenn wir Rückenschmerzen haben, hören wir auch auf, das zu nutzen, was uns Menschen eigen ist und was uns nicht nur von den Tieren unterscheidet, sondern möglicherweise, soweit wir heute wissen, obwohl ich es nicht glauben kann, von allen anderen Strukturen im Weltall. Wir können denken und sollten dieses Denken eben möglichst lange erhalten, wie diese 110-jährige Frau, die mir noch den guten Tipp gegeben hat, mich mal zu beeilen. Das heißt, für uns ist es doch wichtig, nicht nur zu wissen, wie der Körper aufgebaut ist. Das mache ich heute, indem ich mit meiner Stiftung in Schulen gehe und Gesundheitsunterricht für die Schulen anbiete, weil das in den Schulen nicht angeboten wird. Aber auch als Erwachsene sollten wir so ein bisschen mehr wissen über unsere Wirbelsäule, über unseren Körper und vor allen Dingen wissen, dass Körper und Geist, also das Denken, das Empfinden zusammengehört. Wer die Last auf den Schultern trägt, kommt ins Hängen. Unsere Sprache ist unglaublich wortreich, aber vor allen Dingen mit psychosomatischen Begriffen gespickt. Es bricht uns das Kreuz, es schlägt uns auf den Magen oder auf die Nieren, es zieht uns die Knie weg. Das heißt, wir wissen doch im Volk, in der Menschheitsgeschichte, was uns über psychischen Druck, über emotionalen Stress im Körper passieren kann. Und deswegen ist es so wichtig, diesen Zusammenhang zu kennen und auf der anderen Seite auch, wie das mit der Wirbelsäule ist. Und wenn Sie Schmerzen haben, dann sollten Sie zusehen, dass Sie eine Kernspintomographie kriegen. Also eine Methode, die wir auch bei uns beispielsweise im Radiologischen, in meinem Grönemeyer-Institut, in der radiologischen Abteilung anbieten. Ich bin ja Radiologe und weiß, wovon ich rede. Und es hat mich schon als junger Assistent aufgeregt, dass man mir erklären wollte, dass man doch im Röntgen die Bandscheibe sieht. Ja, das musste ich erstmal so lernen und ich hatte damals überhaupt keine Praxis. Ja, man hat uns dann gesagt, ja und hier siehst du das Bandscheibenfach und da den Wirbelkörper und dann haben wir gar nicht weiter überlegt und haben gesagt, ja gut, dann sehen wir hier die Bandscheibe, Wirbelkörper, hier die kleinen Gelenke. Hier unten ist es ganz weiß, da entsteht auch jetzt schon eine Arthrose, wie ich heute weiß. Nur Sie können 1000-mal röntgen, 1000-mal, können auch 2000-mal röntgen, jedes Quartal, über das ganze Leben. Sie sehen die Bandscheibe nicht. Das ist einfach die falsche Methode. Das heißt, Sie können überhaupt nicht ausschließen, ob es Bandscheibenvorfall ist oder nicht, weil es die falsche Methode ist und es werden, glaube ich, 2 Milliarden Euro im System nur mit Röntgen umgesetzt, pro Jahr mit einer falschen Methode. Und Sie werden an der Nase rumgeführt, weil man dann immer wieder sagt, ein Quartal müsste ich mal wieder röntgen. Was sehen Sie denn? Sie sehen entweder Knochen oder kein Knochen im Röntgen, weil die Strahlen durchgehen.
und im Knochen aufgefangen werden. Und deswegen sieht man den Knochen und die Bandscheibe kann man nicht sehen, weil die Strahlen da durchgehen. Naja, aber wir haben auch ein Problem. Wenn die Bandscheibe wie hier so vorgewölbt ist und an den Rückenmarkskanal hereingeht und wir sehen, hier hinten ist aber noch viel Platz, dann muss ich schon anfangen zu denken und sagen, stimmt denn eigentlich die Schmerzen mit diesem Bild überein? Hat der Patient nur hier unten im Bereich des Kreuzdarmeingelenkes Schmerzen, muss ich eigentlich schon anfangen und sagen, ja gut, da ist ein Bandscheibengewebe, aber wenn die Bandscheibe sehr elastisch ist, kann der sich auch wieder zurückziehen, weil wir ja nur momentan einen Ausschnitt sehen. Ja, wir sehen ja nur ein Bild in diesem Moment und auch im Liegen, gar nicht im Stehen, sondern im Liegen. Und wenn er jung ist, der Mensch, wir wissen, dass diese Bandscheibenvorwölbungen sich auch zurückziehen können. Und wenn das die Schmerzen nicht übereinstimmen, dann operieren wir doch keinen Befund. Der Operateur freut sich, wenn der Radiologe schreibt, Bandscheibenvorfall. Aber jetzt fängt es erst an, dann müsste man jetzt die Untersuchung durchführen, auch die neurologische, und gucken, ob das übereinstimmt mit der Befindlichkeit des Menschen. Und darauf kommt es doch an. Das heißt, achten Sie darauf in Zukunft, dass nicht bei Ihnen ein Eingriff wegen eines Bildes gemacht wird, sondern aufgrund Ihres Beschwerdebildes. Und deswegen ist es so wichtig, ein bisschen mehr zu wissen. Auch zu wissen beispielsweise, dass Halsschmerzen, dass Leistenschmerzen, dass Brustschmerzen, dass auch Druck auf der Herzen nicht selten ausgelöst wird von den Nerven, die hier überall rumgehen. Deswegen werden in unserem System eigentlich viel zu häufig sicherlich auch Herzkatheter durchgeführt, obwohl im Grunde es nur eine Belastungssituation im Wirbelsäulensegment vorliegt, nämlich ein ausstrahlender Schmerz in den Brustbereich. Das kennen Sie. Sie können nicht mehr atmen. Haben Sie so als Kind oder Jugendliche schon mal gehabt? Und jetzt einfach dehnen, versuchen zu bewegen, reinatmen, auf einmal wird es locker. Dann ist das in der Regel kein Herzinfarkt. Und wenn Sie doch Sorge haben, jetzt will ich keine zu große Reklame für uns machen, aber wir haben im Moment das schnellste CT der Welt bei uns stehen. Es stehen dann nur einige, auch in Deutschland. Wir können mit einem Wimpernschlag das ganze Herz, die Herzkranzgefäße sehen. Wir sehen, dass die Verkalkung, die Fette, es braucht kein Herzkatheter mehr durchgeführt werden. Man kann sich dann ganz schnell ein Bild machen und muss nicht ins Krankenhaus, man braucht auch keine Sorge mehr haben. Ja, also dann suchen Sie sich wirklich, wenn Sie Sorge haben, einfach die einfachste und nicht so invasive Methode aus. Und wenn es gar nicht mehr geht, also bei uns im Institut für Mikrotherapie habe ich ja sehr früh angefangen, Radiologie und operative und Behandlungstechniken zusammenzuführen. Hier sehen Sie mit das dünnste Endoskop, was ich je eingesetzt habe, von 0,4 mm, um in den Körper reinzugucken. Unser dünnster Laser ist 0,1 mm. Und wir haben angefangen, wenn die Bandscheibe rausguckt oder wenn Schmerzen hier unter den kleinen Gelenken ist, dann gehen wir ganz vorsichtig unter Computer- oder kernspintomografischer Sicht an den Schmerz ran. Ja, weil man muss es zwischendurch unterstützen, damit man dann auch wieder in die Bewegung kommt. Also das finden Physiotherapeuten, das finden Masseure, das finden Sportwissenschaftler, Sporttrainer unheimlich gut, wenn man blockiert ist, dass wir dann helfen mit einigen wenigen ganz vorsichtigen ambulant durchzuführenden Techniken der Mikrotherapie, so habe ich die Methode genannt, weil wir eben sehen, wir stochern nicht rum, wir gehen direkt dorthin, wo das Problem auffällt, und dort indizieren wir entweder Medikamente, die den Schmerzen nehmen, oder wir bringen Instrumente ein, können Nerven veröden, beispielsweise mit Hitze oder mit dem Laser Bandscheibengewebe wegnehmen oder mit kleinen Zangen. Oder zusammengebrochene Wirbelkörper bei Osteoporose bringen wir Zement hinein und stabilisieren den zusammengebrochenen Bereich. Das macht, oder neben Schmerzen beim Tumorpatienten, das machen wir alles in einem Team von Orthopäden, Neurochirurgen, Radiologen, Allgemeinärzten, Naturheilkundlern, Kardiologen. Also wir sind dort gemeinschaftlich aufgestellt, und anders als Sie es im Krankenhaus kennen, gibt es keine Abteilungen, sondern wir arbeiten zusammen. Und die Krankenkassen, wie die Techniker oder Bundesknappschaft, viele Betriebskrankenkassen, die ja, sind begeistert von dem, was wir anbieten. Und wenn Sie mal was zwickt oder zwackt, können Sie gerne auch vorbeikommen. Wir haben mittwochs bis 9 Uhr abends auch eine Abendsprechstunde, wann auch immer. Oder Sie haben noch eine Frage, wir helfen gerne. Wir sagen auch gerne, was Sie sonst so tun können, wenn Sie mal Beschwerden haben, wenn Sie sich einfach nur aushängen wollen, auch am Arbeitsplatz möglich. Da sollte nur jemand auf der anderen Seite sitzen.
Und man kann dann auch natürlich auch ein bisschen Rückenmuskulatur oder die Brustmuskulatur trainieren. Aber das Beste, was Sie tun können, vielleicht auch heute Abend schon, vielleicht macht man den nächsten Rückenabend hier mit einem großen Tanzfest. Ja, Herr Rusch, Herr Oberbien, könnten wir organisieren. Weil Tanzen, Männer, tanzt mit euren Frauen. Tanzen ist eigentlich das Beste zur Vorbeugung, fürs Gemüt, für Lockerung der Muskulatur. Deswegen ist ja auch bei den Aktionen im Fitnessstudio auch ganz viel Musik dabei. Ja, Musik lockert. Wissen Sie warum? Anatomisch. Ganz einfach zu verstehen. Neben den Motorneuronen, also den Nervenzellen, die unsere Muskeln aktivieren im Gehirn, liegen direkt die Hörzellen daneben. Das heißt, jeder von uns, der hier sitzt, fängt innerlich an, achten Sie beim nächsten Mal, wenn Sie Musik hören, sich zu bewegen. Nun sind wir keine Brasilianer, wir sind auch keine Afrikaner, wir sind gehemmt. Wir bewegen uns nicht, wir sagen, das ist unschön und uncool. Lassen Sie sich ein auf den Rhythmus, lassen Sie sich ein auf die Bewegung und gehen tanzen. So mancher Rückenschmerz, so manche Bandscheibe und immer mehr haben sich danach wieder so justiert, dass Sie mit Freude, Begeisterung und Lebenslust weiterleben wollen und können, ohne im nächsten Moment erstmal einen Arzt zu sehen. Alles Gute, bleiben Sie fit und gesund und kümmern Sie sich um sich selbst.